Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Wir sind wieder in einer kleinen, aber feinen. So jetzt. Wir sind wieder in einer kleinen, aber feinen Nachtsession. Das heißt, ich versuche wieder etwas leiser zu machen und nicht ganz so viel zu reden. Vielen Dank. So. Ich versuche auch ruhig zu spielen, mich zu konzentrieren, aber ich glaube, es geht in der Nachtsession immer ganz gut, zumindest das ruhig spielen. Weil ich mich halt nicht so aufregen kann. Ich will mich auch nicht aufregen. Scheiß auf aufregen. Ich bin ganz in Ruhe. Nett und toll und fein. Come on. Ah ja, stimmt. Und wenn ich jetzt das Spiel gewinne, dann habe ich auch, nachdem ich die ersten vier Spiele verloren habe, die nächsten vier Spiele gewonnen. Das wäre geil. Dieser Immobile Second Inform ist das, glaube ich. Oder ist es sogar schon die dritte Inform? Bin mir gerade nicht ganz sicher, egal, auf jeden Fall, dieser 86er Immobile nervt richtig, als ich das letzte Mal gegen ihn gespielt habe, das war heftig. Mal schauen. Okay. Und Mertens nervt natürlich auch. 4-1-2-1-2, und er hat natürlich Costa. Konzentrieren wir uns. Bundesliga. Inform Werner fühlt sich auf jeden Fall viel geiler an als der normale Inform. Als der normale Werner. So, jetzt aber konzentrieren. Schade. Schöner Pass. Schade. Schöner Distanztreffer von Vidal. War aber schwer und es wird nicht reichen. Der Gegner ist gut. Ich merke, das verteidigt auch ganz gut. Und es war halt ein Lackertor. Es ist halt ein Distanztreffer. Brauchen wir nicht drüber reden. Aber wir haben ganz gut verteidigt bisher.
Abseits, okay. Oh, das war knapp. Toller Pass, Alaba. Wir brauchen ganz, ganz dringend ein zweites Tor. Gegner nervt. Auch wenn er erst 0 mal geschossen hat. Wir haben auch nur einmal geschossen. Im Borussia-Park, vielleicht ein Deutscher. Das war schlecht. Da haben wir Glück.
Scheiße. Okay, es hat er leider gut gespielt. Okay, krasses Lagertor. So, wenn wir es jetzt schaffen, nochmal so lange kein Gegentor zu fressen, dann haben wir gewonnen, aber es wird schwer. Gegner ist so gut, dass ich hier auf jeden Fall wechseln will. Auch wenn wir führen. Costa Mertens. Nabri Gomes. Ein schöner Kopfball von Sokrates. Okay, wieder ein Lagertor, aber es war zumindest die Chance ganz gut rausgespielt, denke ich.
Oh, verdammt. Oh, krass. Nice, 4 Spiele in Folge gewonnen. Die ersten 4 in Folge verloren und jetzt die nächsten 4 in Folge gewonnen. Das ist, ach, das ist so krank, das Spiel, ey. 1, 2, 3. Okay. Werner wieder mit einer Vorlage, sehr schön. Hoffen wir mal, dass es mit den Brasilianern jetzt so genauso gut läuft. Eine Dreierreihe. Mal gucken, ob er die auch spielt. Und ein BVA-Team sieht man auch nicht so oft. Und nicht seltener rechter Flügel als RM. 82er, mal gucken. Ob er das so spielt. Wirkt fast so. Oh fuck, wie kann er denn den nicht machen? Oh, nicht dahin, fuck. Schade. Oh, gibt sogar eine Ecke. Sehr gut. Glück gehabt. Aber gut, mein Raphael hätte das Ding auch reinmachen müssen. Ich denke, die Chance war sogar ein Tick schlechter.
Oh, sehr schön. Oh, schlechter Pass von dem war. Boah, wieder eine gute Chance nicht gemacht. Ach, es war noch jemand dran, okay. Krasse Parade. War auch kein guter Abschluss. Haben wir zwar trotzdem Glück, dass er noch ins Alu ging, aber da war auch nicht gut. Lacker, ey. Schön nochmal den zweiten Ball kriegen, ey. Egal, drehen wir das Spiel halt. Ich weiß nicht, was Fährmann da, Fährmann sage ich schon, was mein Torhüter Nedo da macht. Ich habe ihn nicht rausgeholt. Fick dich einfach. Unglaublich. So einfache, billige Scheißtore. Wenn Raphael diese Superschanke am Anfang macht, geht das ganze Spiel anders aus.
Oh, toll. Gelb-Rot. Okay, damit ist das Spiel vorbei. Bis zum nächsten Mal.